Hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. So, das Rennen. Ich wollte aber eigentlich hier die Leute im Wald umlegen. Mache ich auch. Also hier den komischen Umhang oder was das ist, den habe ich da, glaube ich, in... Wo war das? Ich glaube, da war Uschitze oder so, ne? Weil da bin ich doch am Anfang, bin ich doch hier bei so einem Pferdetypen hin und habe dann Pferd da für die Stefanie abgeholt. Und der hatte mir gesagt, dass er da noch irgendwie, ja, ein Pferd vermisst. Und das habe ich dann mal eben gesucht, habe zurückgebracht und als Dank hat er mir hier so ein Ding da gegeben. Ja. Obwohl ich hätte mir jetzt auch einen Weg sparen können, ne? Nee. Steht Pebbles irgendwann irgendwo in der Botanik und ich weiß nicht, wo er ist. Ja. Bin ich denn auf dem richtigen Weg hier? Oh, ich bin vorbei. Blaues A. Okay. Wer willst du, wartest hier? Der Papa geht mal eben ein paar Banditen umlegen. Boah, Hund. Hund, wirklich. Ah, da rennt schon einer. Gut. Dann warten wir mal wieder einen halben Tag im Wald. Heimtücke, das ist mein Ding. Es war total lächerlich mit schwerer Rüstung, am Klappern wie sonst was. Retterschnaps, du sagst es.
Hätte ich wieder vercheckt, ohne Witz. Hätte ich wieder vercheckt. Ich muss dir auf jeden Fall sagen, Ronny, ich bin froh, dass ich das Spiel erst jetzt spiele, ne? Weil, oh, der ist nur wach, der Typ. Egal. Nachts sind die auch irgendwie leichter zu finden, die Jungens. Getroffen. Was haben wir denn da? Junge. Junge, schießt dir ins Gesicht. Zu den Waffen! Hier. Dir auch. Er muss hier irgendwo stecken. Alarm! Ja, komm ran. Zu den Waffen! Hier! Oh, ich nehme. Alarm! Bande. Hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Schlag Hört auf! Hört auf! Was ist los? Au. Komm schon! Trotze! Ey! Hier! Da ist die einzige Pest, ne? Ich sehe nichts, wenn. Ich hack dich in Stücke. Junge, es reicht aber hier. Anführer, wo bist denn du? Toll, sieht man wieder nichts. Weil er da irgendwo in eine Busche hängen muss. Egal, Ohr des Banditen, Sporen des Banditen. Nehmen wir, ist teuer. Nehmen wir, ne. 1, ja, du siehst auch nichts, ich weiß. Aber warum soll es dir besser gehen als mir? Die sind zu schwer. Den nehmen wir. Und die sächsischen Handschuhe nehmen wir mit. So, aber ich denke, ich kann, glaube ich, Licht anmachen. Ja, und hier die komische Maske, ne? Die ist ja auch noch. Ich mache noch mal eben Licht aus, weil da könnte ja sein. Junge, du bist ja noch im Leben. Es reicht aber hier. Was ist hier los? Ja, will ich doch. Falschen Zeit, am falschen Ort. Lass den fallen. Komm her, du Weichei. Hörst du auf mit deinen Pfeile? Ja, mal. Jedes Mal sage ich dir, du sollst nicht im Weg stehen. Hör mal. Ich glaube, ich muss neu laden, Ronny. Ich hab den Hund eingegeben, der ist abgezogen gerade wie sonst was. Treuer Gefährte.
Jagdpfeile. Götter! Ist er schon wieder weg? Ah je. Mal eben. Fox. Ey, wie kriege ich den jetzt? Kriege ich den wieder? Ronny, schreib mal, oder muss ich laden? Der Hund kommt wieder zurück, alles klar. Dann wird nicht neu geladen. Ohne Witz, weißt du, jedes Mal, der rennt dir in die Knochen rein. Den haben wir schon, der hat auf jeden Fall kein Ohr mehr. Aber ich habe doch hier... Ah, eben Lichter machen. Also. Du hast keine Ohren mehr. Was ist mit dir? Du hast nur ein Ohr. Ein Eisenhut. Was muss ich denn da machen? Muss ich eine Formel sprechen, dass er wiederkommt? Oder? Schwer. Nein, will ich nicht. Söldner gespielen. Dann nehmen wir mit. Was hast du hier? Eine Axt. Gut, wir haben den Chef umgelegt. Den haben wir auch umgelegt. Jo, das könnte ich mal. Oder hier so ein Lazarus, ne? Ah, ich glaube, so ein Ringelblumen wäre besser. Ich habe noch kein Gefühl für den Balken. Aber Ringelblume, hast du recht. Ringelblume auf Guss. Gönnst dir. Mach die Kappe weg. So. Was war das? Baldrian. Entweder pennt da noch einer oder ich habe den gleich mit dem Pfeil Bloodshot hat er gekriegt. Sieht so aus, als wenn der gleich nur die Zeit abwarten, dann kommt er von alleine wieder zu dir zurück. Welche Zeit? Kann ich die irgendwo einsehen, die Zeit? $50, der Junge hier. Handschuhe. Wertgewicht ist für den Arsch. Ringelblumenaufguss. Spitzpfeil. Wettkampfpfeil. Wildschweinleder. So, in der Regel kriege ich hier 5 Ohren. Ja. Nein, kann ich nicht ansehen. Ah, okay. Wenn ich gerade hier bin, ne? Ich kann
kann einen Apfel kochen? Ein paar Stunden. Hör ich ihn da nicht? Da ist er doch. Komm hier. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Hab hier Chicken. Das tut mir auch wirklich ohne Ende tut mir das leid. Hier, guck mal, lecker. Hasenfleisch habe ich hier für dich. Na, so. Und ja, du bist ein ganz guter. Ein guter Hund bist du. Ja, tut mir leid. Ich kämpfe da mit dem Typen und dann rennst du mir das Schwert. Da kann ich doch nichts für. Oh, dann komm mit, lauf frei. Lauf frei, mach, was du willst. Ja, siehst du, guck mal, gleich wieder Best Friends. Ja, tut mir echt leid. Ich mag den Hund. Ich finde nur doof, dass der keinen Namen hat, dass er einfach nur Köter heißt. So, jetzt muss ich mal checken, wo sind meine Ohren? Ich brauche 5 Ohren. Ansonsten liegt da noch irgendwo einer. Sag mir nicht, ich kann die hier nicht sehen. Ohren, 5 Ohren haben wir. Alles klar. 5 Ohren am Start. So. Ja, das muss reichen. Minze. Nimm ich mit. So, dann haben wir das Lager aber auch hier auseinandergeruppt, ne? Gut, dann kann ich mir jetzt den Schimmel da holen. Ach, Pebbles. Wo muss ich denn? Da muss ich auf rotes A. So, Pebbles, ich sagte das jetzt schon mal im Voraus. Ja, die habe ich doch schon aufgemacht, die Truhe. Da waren 2 Unterhosen drin. Und jetzt verwirrst du mich wieder, weil ich befürchte, dass da noch eine zweite Truhe war. Dann nicht gesehen habe. Aber ich meine nicht, da war eine Truhe und die haben wir fachmännisch entleert. Mittlerweile klappt das ganz gut mit dem Schlösserknacken.
So, Pebbles, nur damit du das weißt, ne? Das hat nichts mit dir zu tun, das ist einfach nur ein Job jetzt gleich. Kommst klar, ne? Einfach hier warten. Der Papa, der kommt wieder. Du kannst dir gar nicht vorstellen, Ronny, wie lange ich in so einem Todesloop gesteckt habe, bevor ich auf die Idee gekommen bin, die Banditen nachts zu attackieren. Ich habe die immer. Komm her, ich stell euch. Wo muss ich das rennen? Almberg. Oh Gott. Ja, ich wollte eigentlich hier. Muss ich in Thalenberg verkaufen? Oder meinst du? Eigentlich hast du recht, ne? Wir sind näher hier an Dings dran. Was denn? Ja, mache ich auch. Blaues A und dann werde ich schon mal die Ohren los, weißt Das beschissene Pferd hat keinen Sound. Hör mal. Ich höre nichts. Pebbles wird bestimmt so sauer sein, ne? Er hat mich gerade gesehen. Er kommt bestimmt nicht, wenn ich nach ihm rufe. Ab und zu hast du ja mal, ne, dass hier mal so ein paar Texturen aufploppen oder hier so eine Mütze oder was. Oh. Okay, da sind die Texturen. Aber an für sich geht das. Wenn ich mir vorstelle, bei Skyrim, wenn du da gerannt bist, oder Gronkh, immer außerhalb der Textur, dann war irgendwo in der LODs drin. Egal, kannst schnaufen, wie du willst. Cheffe, hör mal. Das Lager ist Geschichte. Hast du den Beweis? Ja, hier. Klar, kannst du haben. Gute Arbeit. Den habe ich sogar diesmal Das ist nicht alles. Auf der Straße Richtung Sasau gab es Ärger. Höchstwahrscheinlich befindet sich auch dort ein Lager. Ist gut, ich sehe mich dort um. Außerdem habe ich aber noch Ich Ohren. habe Trophäen. Zeig her. Das haben Sie verdient. So, dann hoffen wir mal, dass die Händler in Rattay wieder Kohle haben.
Wo ist er? Da. Was für ein Schuss? Schönen Tag. Ja, dir auch. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ich denke darüber nach. War ja klar. Kannst du mich im Bogenschießen unterweisen? Selbstverständlich. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Gut, aber nur gegen Silber. Wenigstens ist das. Ist das geht. Nicht etwas viel? Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Nicht zu wenig. Einverstanden. Hör gut zu. Bis später. Boden, neue Stufe. Selbstverständlich. Ich möchte meine Technik verfeinern. Zuerst musst du was auf dem Kasten haben. Ich denke darüber nach. Mach's gut. So, was hast du denn hier noch Leckeres? Boah. Der ist ja schon lecker, ne? Der Eibenlangbogen. Das finde ich gut, keine unendliche. Außer hier das mit den Banditen, ne? Aber die finde ich an für sich finde ich die recht gut. Das ist für ein Hund. Lässt sich was am Preis machen? Ist gut. Gib mir alles, was du hast. Ja, für diese Summe lasse ich mich überreden. Du, ich bin, wollte ich sowieso gesagt haben, ne? Also ich bin ja eigentlich von den Belohnungen, die ich für die Quest bekomme, bin ich positiv überrascht. Kann aber auch daran liegen, dass ich vorher Fallout gezockt habe, ne? Und bei Fallout, da kriegst du ja immer nur Schrott. Das war ja meistens eher enttäuschend, was es da so gab. Hässlund. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ja, hoffe ich aber auch. Alles gut. Ja, Fertigkeitsverbesserungen sind immer gut. Hast du irgendwas hier? Bücher oder so? So ein Dreck? R-
Retterschnaps, aber teuer wie Sau, Junge. Was ist mit dir denn los? Den habe ich mitgenommen. Auch nicht gerade toll, die Söldnergespielin. Treuer Gefährte. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Was sagst du dazu? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns einig. Ist auch nicht unendlich. Irgendwann habe ich alle Banditen. Sehr gut. Weißt du, man geht da einfach nur so von aus, weil... Hör mal, wenn ich hier mit diesen Reparatursets, ne, meine Rüstung repariere, skill ich damit dann auch die Fertigkeit reparieren? Jupp, alles klar, sauber. Dann bin ich ja froh, dass ich da jetzt dran gedacht habe. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Ja, kannst auch geehrt sein, Junge. Alles Gute. Ja, mach mal meine Sachen fertig. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Ach, fast. Glatten Fuchs und er sagt nicht ja. In Ordnung. Ruf verbessert. Sauber. Und dazu etwas frische Milch. Sachen wieder fit. Ey, der Hund wieder, ne? Tut. Vorsicht! Das Pferd macht keine Geräusche, es ist ein Elektropferd.
Auf jeden Fall habe ich hier heute, habe ich mir von Game 2 hier die, weiß ich nicht, ist 4 Jahre alt gewesen, das Video, von Kingdom Come Deliverance angeguckt. Das hätte ich als allererstes, hätte ich dann sehen, sehen müssen. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Nee. Ich möchte etwas bestellen. Aha, und was darf's sein? Ja, einmal Komplettprogramm. Komplettprogramm oder Komplettprogramm? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Du wirst es nicht bereuen. Also ganz ehrlich, das war, glaube ich, der beste Perk, den ich gesetzt habe. Der Minnesänger. Ich kann immer umsonst bei den Bademädchen hier vorbeischauen und kriege umsonst hier Speicher. Bin wieder gesund und sauber. Ich weiß, hätte zwar mehr gebracht, wenn ich das zuerst gemacht hätte, aber... Redekunst, letztes Angebot. Fertigkeiten. Wo ist die Redekunst? Alchemie, Heimlichkeit, Hundefüller, Jagen, Kräuterkunde, Lesen, Reiten, Reparieren, Schlosser knacken, Diebstahl, Trinkfest. Redekunst. Ja, rein theoretisch hätte ich die schon nehmen können, die letzte Angebot. Allerdings ist das noch nie so wirklich passiert. Ist schon ein paar Mal vorgekommen, klar, aber... Oh, da ist... Da ist die DLC-Quest, die ich unbedingt zocken will, From the Ashes. Aber ich habe das andere DLC da jetzt gerade angefangen. Oder ist das Latte? Ronny. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Ich stolper hier immer in irgendwelche neuen Quests rein. Ich wollte nur mal eben beim Rotschopf mir die Belohnung abholen, die er mir da mal vor 30 Folgen versprochen hat. Ja, das ist egal. Gut. Bin ich denn? Ach so, alles klar. B. Ja, das wollte ich und ich wusste aber nicht, welches von den Symbolen From the Ashes ist. Der hier ist vom Neuhofer Gestüt. Gib bitte gut auf ihn Acht. Sprich mit Herrn Divisch über das Rennen.
Wo ist der Typ denn jetzt? Der ist doch gerade an mir vorbeigelaufen, ne? Divish! Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Um deine Frau zu bumsen. Kann ich dir zu Diensten sein, Herr Divish? Mir ist da etwas über Priebus Lawitz zu Ohren gekommen. Heinrich, du kommst genau im richtigen Augenblick. Ich habe jemanden nach Priebus Lawitz geschickt. Mein Lokator Marius. Was ist ein Lokator? Ein Landgutachter. Er hatte den Auftrag, den Zustand des Dorfes zu überprüfen, um zu sehen, ob wir es wieder aufbauen können. Willst du das Dorf etwa neu besiedeln? Ja. Warum gerade Priebus Lawitz? Weil es seit der Plünderung durch Herrn Havel-Medek vor einigen Jahren dem Verfall preisgegeben ist. Es wird Zeit, dass sich das ändert. Herr, es sollte dort nun sicher sein. Wir haben dieses Geschmeiß ordentlich verbläut. Und deswegen habe ich meinen Lokator entsandt. Allerdings sollte er schon längst zurück sein. Ich könnte dort nach ihm sehen, wenn du nichts dagegen hast. Ich wäre dir sehr dankbar. Bestimmt wurde er bloß aufgehalten, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Mein Herr, ich bringe Grüße von Smils Witwe Sora vom Gestüt in Neuhof. Sora. Arme Frau. Ihren Mann auf so eine Art und Weise zu verlieren. Was kann ich für sie tun? Sie entsendet ihre besten Grüße und fragt, wenn du erlaubst, warum du in Neuhof keine Pferde mehr kaufst. Ich kaufe meine Pferde jetzt in Uschitze. Nichts gegen Sora und ihre Leute. Aber es ist offenkundig, dass sich das Gestüt nach der Tragödie nicht mehr erholen wird. Ich bin nicht geneigt, meine Rösser von einem Gestüt zu beziehen, das von einer Frau geleitet wird. Gewiss verstehst du das. Überhaupt nicht. Die Stallmeisterei ist Männersache. Eine Frau mag dein Vertrauen nicht haben, Herr, aber ich hoffentlich schon. Ich verbürge mich für ihre Pferde. Es sind großartige Tiere. Ich gebe dir recht, Heinrich. Du bist vertrauenswürdig und Sora verdient eine Chance. Ich hätte da eine Idee. Wir veranstalten ein Pferderennen. Und wessen Pferd besser abschneidet, von dem kaufe ich. Ich hoffe, du trägst die Farben Neuhofs. Sieht ganz so aus. Ich habe das Pferd schon ausgesucht. Ausgezeichnet. Berichte meinem Stallmeister davon. Indessen überbringe ich die Kunde an die Reiter anderer Stelle der Gegend. Das wird ein richtiges Ereignis. Mach's gut. Also hier ist nix mal ebenso ganz einfach. Aber Spiel gespeichert. Das passt gut. Denn dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich wünsche euch was.